Gerade eben haben zwei von den Gästen des Hotels dein Auto mit ganz schön Stielaugen angeschaut. Mit dem Kennzeichen und der Tasche hinten drauf. Also, der Plan ist jetzt, wir fahren über die Öresundbrücke. Ja. Mit dem Gerät hier. Die Spuren, die hast du ja gestern, die Markierung gestern schon gesehen gehabt, wie die aussehen. Und dann kommt ja irgendwie die schwedische Grenze direkt am Ende von der Brücke. Ja. Und wenn wir da durchkommen, da drehen wir da quasi, da gibt es neben der Brücke dort so einen Aussichtspunkt. Ja. Da kann man ein Foto machen. Gut. Das ist eine gute Stunde Fahrt bis dahin. Ja. Sagt das Navi hier, das ist das nächste Ziel. Ja. Das ist jetzt gut. Was war jetzt, wenn wir da durchkommen? Hier waren wir gestern Abend essen. Das heißt, wie, wenn man durchkommt? Du sagst, wenn wir da durchkommen durch die Grenze, warum sollten wir in Schweden nicht durch die Grenze kommen? Ja, ich weiß ja nicht. In der heutigen Zeit kann immer alles passieren. Nach 300 Metern im Kreisverkehr, dritte Ausfahrt, Bad Abfahren auf Barfzweig. Den Streckenverlauf 3 Kilometer folgen. Dann in Schweden, die Tempolimits sind immer sehr verschieden. Da muss man immer nach Schildern gucken. Und die Strafen sind sehr hoch. Ja. Da ist man, also die geben wohl eine Tachotoleranz, irgendwie so 2-3 km/h. Aber ab dem ersten km/h drüber zahlst du schon 180 Euro Strafe. Alles schon nachgelesen, weiß ich doch alles. Weiß ich doch nicht, dass du das schon weißt. So, und mein Tacho geht so ungefähr 3 km/h nach von einem GPS. Da kann ich also bis 5 maximal drauf geben. Das ist das maximale der Gefühl. Ja, muss ja nicht sein. Geldbeutel hast du griffbereit? Ja. Wegen deinem Pass? Ja. Das ist meine ID, nicht mein Pass. Wegen deiner ID? Was? Doofe Schweizer. Doofe Schweizer? Ja. Schon, wie es feuchter wird, die Luft. Ich hoffe, wir kommen noch trocken über die Brücke wenigstens drüber, dass man da noch gucken kann. Bestimmt. Ist oben doch nicht die ganze Zeit negativ rum.
oben auf der Brücke dann ziemliche Luft hat. Niemandsland. Sozusagen staatenlos. Das ist ja ein wilder Turm da drüben. Ne? Was? Da der Turm da links. Ja. Der so verdreht ist. Ich glaube, da war ich schon drauf. Ich glaube, den gab es damals schon.
ist dann der Aussichtspunkt da drüben. Da, wo der weiße Gürtel ist? Ja, links. Ja. Gehört? Ja. Das ist ja die Zollkontrolle.